Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404 Venedig mit Finn. Oh Mann, und wir steigen gleich hart in die siebte Episode ein. Wir werden nämlich angegriffen hier. Allerdings ist unser Flaggschiff deutlich schneller als das gegnerische Korsarenschiff. Und das werden wir direkt ausnutzen. Ausnutzen werden wir das nicht, weil wir werden natürlich nicht fliehen, sondern wir werden diesen Korsaren zerstören und gleichzeitig handeln. Das ist Multitasking. So, die Bestechungsurkunde wurde durchgesetzt. Das heißt, wir können jetzt Quarz abbauen und eine Moschee errichten. So, Quarz benötigt elendig viele Rohstoffe. Das heißt, im Endeffekt müssten wir... Meine Güte, ist der stark. Ich hätte schwören können, ein Flaggschiff ist stärker. Ist es, glaube ich, auch. Wir haben hier... Ja, doch, das sollte klappen. Ja, das gewinnen wir schon noch. So, feindliche Schiffe wurden in ihren wir haben hier unser... Ja, das darf natürlich nicht passieren. Oh, es artet in Stress aus. Da beginnt man eine neue Episode und man wird aufs Übelste angegriffen. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Ich muss nur mich gerade halbwegs konzentrieren, weil wir müssen hier die Rohstoffe sofort abladen, sobald das Schiff da ist. Sonst fährt die Handelsroute, funktioniert die Handelsroute nicht mehr. Excelsior wurde vernichtet. Ja, wunderbar. Diesen Kram hier müssen wir leider über Bord schmeißen. Weil... Kann man das nicht über Bord schmeißen? Ist egal. So. Unser Schiff Excelsior wurde vernichtet von Korsaren. War Excelsior unser Flaggschiff? Was? Also langsam wird's kriminell. Ich hätte schwören können. Ich hätte wirklich schwören können, dass ein Flaggschiff stärker ist. Aber gut. Sparen wir etwas Zeit, denn wir mussten eh hier hochfahren. Das ist natürlich jetzt gefährlich, ne? Die Situation, wenn die Korsaren unsere Flaggschiffe zerstören können, sitzen wir natürlich doof da. Jo. Alles klar. Hier verlängern wir die Straße noch etwas. Und bauen noch mehr Nomadenhütten. Gut, so, wir wollten uns um Quarz kümmern. Dazu brauchen wir Rohstoffe. Kleidung ist leer. Verdammt. Ja, das sind jetzt die Sachen, ne, mit denen man nicht rechnet, aber mit denen man rechnen muss. Unsere Kleidungsproduktion reicht nicht aus, also müssen wir schnell Hanfplantagen nachschieben und eine weitere Näherei, Weberei, Kleidungsmacherei machen, damit wir mehr Leinenkutten produzieren. So, weitere Weberei kann eigentlich auch noch hier hin. Warum denn nicht? Dann können wir dieses Markthaus mal ausbauen, sodass es jetzt auch einen zweiten Marktkahn hat, weil langsam nimmt das ja Überhand hier. Haben wir schon geliefert bekommen Waffen? Kann sein, haben wir aber nicht. So. Werden es eigentlich momentan noch mehr Patrizier? Ja. Aber die Kleidungssituation ist natürlich eine Katastrophe. So. Dann würde ich fast sagen, die Bürger tun wir dann erstmal wieder auf hellgrün, weil wir momentan durch die Kleidung gleich eh keine mehr aufsteigen lassen können. Also momentan schon noch, aber nicht mehr lang. So, wie ihr seht, jetzt wurde kein Bier transportiert, weil wir hier nicht die Möglichkeit hatten. Alles abzuladen. So, Rohstoffe ohne Ende. Hier runter transportieren. Und, oder Baumaterial. Und alles, was nicht handelsroutenmäßig ist, lade ich hier mal ab. Dieses Handelsschiff wird wohl gleich hinüber sein. Nein, sie hat vermutlich einen Korsarenpakt. Darum werden wir natürlich angegriffen. Das ist ja wohl lächerlich. Ja, Gott sei Dank sind wir schneller. Also wir müssen tatsächlich fliehen im Moment. Hilft wohl alles nichts. So. Weiter geht es. Ach, verdammt, unser Schiff wurde ja vernichtet. Von ihm soll ich ein Tribut annehmen? Möchte ich aber nicht. Mache ich auch nicht. Noch erklärt er uns ja nicht den Krieg. Nein, wir sehen den Vorteil nicht, Geld an dich zu zahlen. Das hat für uns nämlich vermutlich nur Nachteile, denke ich mal. So. Salzmine stellt keine Waren mehr her, weil ich hier nichts im Griff habe.
Da wollten wir in der letzten Episode eine Köhlerei hinstellen. Und dann wollten wir, damit das mit den Lederwämsern funktioniert, eine Lederwämserei herstellen. Eine Gerberei. Und diese Gerberei wird durch eine Wasserrad angetrieben. Darum muss ich sie auf diesem Flussbauplatz, sogenannten, platzieren. Ich werde schon wieder angegriffen. Also momentan nimmt es aber plötzlich Überhand. Ja, dieses Schiff wird das wahrscheinlich auch nicht überleben. Das heißt, wir müssen schon mal ein bis zwei kleine Handelsschiffe nachdrücken. Weil wir einfach momentan einen Verschleiß haben, als wäre es nicht mehr lustig. Das geht natürlich nicht. Ärgerlich. Ärgerlich, wirklich. Und da kaum Kriegsschiffe da sind, von uns, in Zahlen, null, ist es natürlich momentan eine prekäre Lage, in der wir uns befinden. So. Die Teppichproduktion sollte ja mittlerweile so weit laufen, dass man schon fast sagen muss, man müsste Teppich verkaufen, auf jeden Fall. Und das werden wir auch tun. Man kann das auf jeden Fall schon mal automatisch verkaufen. Ist halt nur die Frage, überlegt euch gut, wie viel ihr für eure ob dann genug gekauft wird. Oder ob wir nochmal ein bisschen direkten Kaltakquise betreiben müssen und mit unserem Schiff direkt beim Feind vorbeifahren wollen. Seide. Gewürze hat momentan kein Schiff. Rotbier hat noch ein Schiff. Gut. Das heißt, das nächste Schiff geht dann sofort an Gewürze und danach bauen wir gleich ein Kriegsschiff, sobald wir die Waffen haben, damit wir mal ein bisschen wenigstens was entgegensetzen können. Ein bisschen. Wobei ich nicht glaube, dass ein kleines Kriegsschiff ein Korsarenschiff versenken kann. Schiff fertiggestellt. So, dieses Schiff wurde fertiggestellt, gleich an die Gewürzroute. Schiffe bauen geht also relativ schnell, wenn man die Rohstoffe hat. Gar kein Problem. Man muss halt nur die Rohstoffe haben. Ich hoffe, dass mit der Kleidung ist jetzt auch wieder im Lot. Wunderbar. Gut, Most ist noch gut, Fisch ist noch viel zu viel im Moment sogar. Da könnte man schon mal in Erwägung ziehen, hier diese hässlichen Dinger teilweise abzureißen. Jo. Du bist hier rübergefahren mit Rohstoffen, denn wir wollten hier ein Ding bauen, aber ich muss jetzt gerade ganz kurz den Schergen sammeln. Och Mann! Ja, was soll ich denn dazu sagen? Da muss ich hier ran. Wo ist Santa Marias Nachfolger? Och Mensch. Hier unten, ne? Jeder hat bekommen, was er wollte. Ich lade rüber, was rüber zu laden ist. Jetzt ist der Scherge untergetaucht. Ärgerlich. Und versuche hier also schnell mal was zu machen. Ja, also so kann ich nicht arbeiten, lieber Korsar. Ich muss eventuell sogar einen Korsarenpakt abschließen, durch eine Zahlung eines Tributs an den Korsaren in großen Mengen. Ein Brand ist ausgebrochen, ausgerechnet da, wo keine Feuerwehr ist, aber das kriegen wir alles wunderbar in den Griff, da bin ich also nicht skeptisch. Und es geht weiter, es geht weiter. Hier haben wir die Rohstoffe abgeladen, denn wir wollten eine Quarzproduktion hinstellen. Eine Quarzproduktion benötigt. Ein Quarzbruch. Das Versteck eines feindlichen Schergen wurde enttarnt. Ja. Ein Quarzbruch. So. Der kümmert sich dann automatisch um dieses Quarzvorkommen. Und mit Quarz kann man einerseits Mosaik machen und andererseits Glas. Und das ist im Wesentlichen, was wir wollen. Jedoch, da die Waldglashütte relativ viele Bäume benötigt, wollen wir das Glas im Norden produzieren. Einfach, weil da relativ viele Bäume wachsen, vermute ich. Oh Mann. Wahrscheinlich auch noch mit geladenen Waren. Nee, auf dem Hinweg schon. Es ist doch echt lächerlich langsam. Jetzt geht dieses Schiff auch noch kaputt, da muss ich wohl fliehen. Besser ist das. Und wir schieben nochmal so ein Schiff nach. Ich hoffe, wir haben genug Seile. Jetzt haben wir nicht mehr genug Seile. Es ist ein Kampf. So, ich wollte gesagt haben, wir wollen Glas produzieren. Das machen wir. Sofort. Und zwar, ich würde sagen, warum eigentlich nicht hier? Hier ist nämlich noch einigermaßen Freiraum. Und zwar brauchen wir
eine so eine Weitglashütte, die Pottasche herstellt. Würde gerne erst raus, dann rum, genau. Und zwei Glasereien oder Glashütten oder wie heißen die Dinger? Glasschmelzen. Schiffsbau abgeschlossen. So, das Schiff setze ich ungern jetzt auf die Route. Das ist ja noch ein bisschen dangerous im Moment. Hm. Kann man da was machen? Nee. Also wir brauchen noch eine zweite Glashütte. Und dann muss natürlich auf unserer Gewürzroute auch noch Quarz transportiert werden. Wir laden also auch noch ein Quarz und wir laden auch noch ab Quarz. So, und aus strategischen Gründen müssen wir jetzt tatsächlich unser Flaggschiff benutzen. Das wird nun gerade massiv beschossen. Ah, er hat's aufgegeben. Also wir lassen unser Flaggschiff kurz reparieren. Andere Betriebe stellt keine Waren mehr her. Jetzt funktioniert das mit den Teppichen schon nicht mehr. So. Das laden wir einfach mal temporär darüber. So. Das Schiff wird repariert und dann setzen wir dieses Schiff auf diese Route ein, einfach weil es schneller ist als der Corsair. Allerdings momentan pausieren wir das noch kurz, bis die Reparatur abgeschlossen ist. Und das ist geschehen, dann können wir jetzt auf Start drücken. Und dieses Schiff sollte sich dann eigentlich durch seine Geschwindigkeit von den Korsaren trennen können. Was man auch nochmal in Erwägung ziehen könnte, ist statt kleinen Handelsschiffen venezianische Handelskoggen zu bauen. Die sind nämlich relativ schnell. Das müssen wir nur erst freischalten. Und zwar durch hier venezianische Schiffsbaukunst. Schiffsbaukunst. Dazu müssen wir noch andere Sachen freischalten und haben schon nicht mehr genug Ruhm. Ich habe auch mal eben das teuerste genommen. Das war natürlich schlau. Ärgerlich. Gut, wir brauchen mehr Ruhm. Ruhm und Ehre. Und wie erlangt man Ruhm und Ehre? Am besten, indem man mit dem NPC handelt. Hier kommt unsere Teppichproduktion zum Erliegen. Weil wir keine Seide mehr haben. Gut, das wird gerade erledigt. 40 Tonnen Waffen außerdem. Hervorragend. Das heißt, gleich können wir zwei kleine Kriegsschiffe bauen. Oder könnten wir bauen, wenn wir genug Seile hätten. Das heißt, hier Seilerei Marsch. Ja, hier könnt ihr erst nochmal schlafen, weil wir eh noch keinen Quarz haben im Moment. So ein exklusives. Und sie verschiebt schon wieder Truppen. Das ist unglaublich. Nein, wir werden uns nicht so ein exklusives Schiff leisten können. So, ich entferne mal Fisch und Most hier aus der Leiste, weil ich es momentan eh nicht mehr brauche, dass ich das die ganze Zeit sehe. Jedoch, was ich sehen möchte, ist Glas. Sobald wir es haben, weil das ein Baumaterial ist und es ist immer gut zu wissen, wie viel man davon hat. Unseren Werften vollbringen die Schiffsbauer wahre Wunder. Seht selbst. Aber sonst, Hassan Ben Sahid befindet sich in unserem Hoheitsgebiet, gut hier hinten. Da können wir eventuell sogar nochmal was machen gegen. Zack, schießen wir ihn noch einmal an. Und ich würde auch hier eigentlich sehr gerne einen Hafenwehrturm errichten. Dann sind die Schiffe nämlich wenigstens in diesem Bereich halbwegs sicher. Weil der Corsair sich in der Regel zurückzieht, wenn der Hafenwehrturm ihn beschießt. Wie viel Quarz haben wir hier im Lager? 6 Tonnen, aber es ist Tendenz steigend und das Schiff ist ja auch gerade auf dem Weg. Ich hoffe, dass wir hier oben jetzt nicht aus Gewürzen leer laufen. Schon keine Gewürze mehr da. Was möchte er? Ja, bergen Sie zwei Schiffbrüchige. Mache ich natürlich gerne. Hab nur leider gerade kein Schiff so richtig frei. Was wollte ich mit diesem Schiff machen? Jetzt möchte er mich noch beleidigen. Aber ich habe mich gleich wieder eingeschmeichelt bei ihm. Das heißt, wir sind jetzt Schatzis. Er und ich. Ja. So läuft das nämlich bei uns. Was wollte ich denn hiermit machen? Ach, ich wollte Teppiche verkaufen. Wunderbar. Und dann kann ich gleich auf dem Rückweg. Das ist ja ideal. Auf dem Rückweg kann ich dann direkt. Wie heißt das? Die Schiffbrüchigen einsammeln. So, wir haben hier zwar eine Lederwemser Produktion, aber wir transportieren die noch nicht. Das ist natürlich fahrlässig.
Das wird also sofort behoben, ja. Wir haben schon 38 Tonnen Lederwämser hier drin. Das war natürlich jetzt ein Anfängerfehler hier. Allerdings kann man natürlich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich ja auch nebenbei hier ein bisschen Videokommentar mache. Und das ist dann alles immer nicht so einfach. Aber ich rede mich schon wieder raus, ne? So. Entermannschaft an Bord nehmen und Schiff kapern. Kein Problem. Ja, dafür kriegen wir sogar einigermaßen viel Geld. Aber was jetzt hier sehr spannend ist. So, ich zahle jetzt für 20 Teppiche, das muss man mal festhalten. 2140 Gold, das ist nicht schlecht. So, und mit dieser Endermannschaft sollen wir jetzt welches Schiff entern? Dieses, was da hinten kommt. Ah, das... Ach ey, wir wollten noch die Schiffbrüchigen kassieren. Das machen wir hier. Die Armen müssen hier... Oha. Könnt ihr nicht ein paar Armen... Guck mal, 11.500 kriegen wir für die Bettler. So. Schiffbrüchige. Sammeln wir ein, fahren wir nach hier. Was kriegen wir für die Schiffbrüchigen? 34 Tonnen Bier. Er zahlt uns schon 11.000 Gold. Hier kommt das Schiff an. Es ist also eine Hektik heute. So. Sind die Waffen angekommen? Werden eventuell sogar schon die... Ja, die Waffen sind angekommen. Werden eventuell sogar demnächst die Kriegsschiffe gebaut. Wie viele Seile haben wir denn am Start? Wollte ich gerade gucken. Dann kam die Nachricht dieses Schwachmaten. Da, wir sollten mal dieses Haus hier, sollten wir mal durchsuchen. Ach, wir haben da gar kein Geheimkabinett in der Nähe. Darum können wir da nicht durchsuchen. Schade drum. Schade drum. So, er sucht das Schiff, ich suche die Schiffbrüchigen. Es ist stressreich. So, wie sieht's mit unserem Ruf mit Kardinal Lucius aus? Okay, dann haben wir schon wieder einen Schergen. Da muss man doch mal was machen. So. Aber es ist einfach unglaublich. Man kann diese Sache mit den Schergen, man kann sie irgendwie nicht deaktivieren. Man kann es nicht effizient bekämpfen. Ja, ich arbeite dran. Steinmetzhütte kommt zum Erliegen, weil wir zu viel Stein haben. Wir könnten den natürlich mal ausgeben. Ach, das Quarz müsste jetzt ja auch da sein. Das heißt, wir können unsere Glasproduktion hochfahren. Heißt, ja, das funktioniert. Hervorragend. Da kommen wir unserem Ziel auch schon mal eine gute Runde näher. Und auf lange Sicht könnten wir anfangen, eine Produktion von Büchern, falls wir Adelige wollen. Aber ich würde sagen, Adelige, das ist die nächste Bevölkerungsstufe, vertagen wir erstmal, bevor wir nicht mindestens die Seehoheit haben. Das erste Kriegsschiff ist in Produktion. Hervorragend. Das ist das Schiff mit. Das ist das Ding mit der Endermannschaft. Und wir sollen hier ein Schiff kapern. Das würde ich gerne mal sehen. Was ist das? Ein Handelsschiff? Ja, das ist ja gar kein Problem. Das machen wir also sofort. Erlaubt ihr mir, euch einen Rat zu erteilen? Ja, ich weiß, dass man Kriegsschiffe verbessern kann. Danke. Durch Sachen, die man auch bei ihm käuflich erwerben kann. Zum Beispiel kann ich hier verbesserte Geschosse erwerben für 40 Ruhm. Und dann automatisch. Ihr wisst, was ich meine. Automatisch ist mein Dingschiff besser. Mein Kriegsschiff. So, er bringt die Schiffbrüchigen nach Hause, seine Taximission. Und er hier kann mal... Ja, was kann der denn mal machen? Weiß ich auch gerade nicht so genau. Der macht gleich irgendwas. So, die Schiffbrüchigen rüber. Ja, 34 Tonnen Bier nehme ich gerne. Und dann wird die Endermannschaft aktiviert. Oder etwa nicht. Kann nur auf bewaffneten Schiffen verwendet werden. Okay, okay, okay. Dann haben wir auch gleich einen Task für unser Kriegsschiff. Wo ist denn das? Da. Jetzt ist der Sanich, der Auftrag ist vorbei. Zahlen wir das Geld? Ja, komm. Kann das gerade alles nicht überblicken. Ja, das wäre auch riskant gewesen, langsam. Er hat den Auftrag zurückgezogen. Ich hoffe, dass ich dann das große Handelsschiff trotzdem noch entern kann. Das wäre nämlich ideal. Dann hätten wir nämlich ein großes Handelsschiff für Lau, wenn ich das mal so umschreiben darf.
So, haben wir noch eine Handelsroute, die momentan nicht gut besetzt ist? Nein. Die Antwort ist nein. Gut, dann geht es weiter. Wir brauchen mehr Einwohner. Hilft ja nun mal nichts. Wir müssen uns erweitern. Entwickeln, wie auch immer. Die haben alle irgendwie gerade so den Willen zum Grillen hier, zum Krieg erklären. Er möchte überhaupt gar kein Kompliment. Er möchte von uns ein Kompliment. So. Sehr gut. So, wir nähern uns dem Schiff in atemberaubender Geschwindigkeit. Und dann schauen wir uns mal an, wie so ein Enderkampf vonstatten geht. Oh, noch so ein Tribut. So, er schmeißt den Enterhaken rüber. Und zieht das gegnerische Schiff heran. Das muss körperlich anstrengend sein. Und hier diese Schilder in die, wie sagt man, initiieren uns, dass wir stärker sind. Das grüne Schild sind wir, das rote Schild ist der Feind und das bedeutet halt im Wesentlichen, dass wir stärker sind. Aber jetzt wird es spannend. Können wir diesen Kampf gewinnen? Das alles seht ihr in der nächsten Episode von Anno 1404 Venedig mit Finn für Grunt Gaming. Alles klar, bis zum nächsten Mal und tschüss!